Wir sind keine Helden, wir haben es lange probiert. Wir wollten die Größten sein, aber sind abgeschmiert. Und plötzlich wachten wir auf und waren alte, müde Menschen. Nichts für die Rente getan, denn daran wollten wir niemals denken. Zum Zahnarzt gehen, will der immer gleich 5 Termine. Niemals ein Bonusheft besessen, denn wir wollten unsterblich sein. Die Musik, die wir mögen, es sind plötzlich alte Lieder. Und dieser Körper fällt auseinander und wir merken unsere Sterblichkeit. Denn was soll denn noch sein, wenn wir keine Helden sind? Mein Spiegelbild schaut mich an und ich werde blind. Wir sind Versager, aber immer noch besser als ihr. Euer Vermögen ist nur bedrucktes Papier. Wir sind Versager und niemand wird über uns schreiben. Wenn wir mal sterben, werden die Geschichtsbücher schweigen. Die Werbung hat uns längst nicht mehr als Zielgruppe, denn wir haben viel zu wenig Geld auszugeben. Und die Politik hetzt gegen uns Schmarotzer und am liebsten schlügen sie uns den Kopf ab. Selbstoptimierung, Sport oder Gehirntraining gehen im Rauch unserer selbstgedrehten Kippen auf. Und auf dem gelben Zettel psychiatrische Diagnosen und unsere Kleidung ein Relikt längst vergangener Moden. Denn was soll denn noch sein, wenn wir keine Helden sind? Mein Spiegelbild schaut mich an und ich werde blind. Wir sind Versager, aber immer noch besser als ihr. Euer Vermögen ist nur bedrucktes Papier. Wir sind Versager und niemand wird über uns schreiben. Wenn wir mal sterben, werden die Geschichtsbücher schweigen. Wir sind Versager, aber immer noch besser als ihr. Euer Vermögen ist nur bedrucktes Papier. Wir sind Versager und niemand wird über uns schreiben. Wenn wir mal sterben, werden die Geschichtsbücher schweigen. Schweigen! Ich hasse Menschen, Tiere und Pflanzen. Man könnte sagen, ich hasse diesen Planeten als Ganzen. Und ich nehme mich davon selbst auch nicht aus. Im ganzen Universum heißt es, Menschen raus! Unser Drang zu überleben und uns zu vermehren und uns gegenseitig zu bizarren Religionen zu bekehren. Es wird je widerlicher, je älter ich werd. Und das Problem ist einer Lösung wert. Was kann man machen? Was kann man tun? Wir dürfen nicht aufgeben, wir dürfen nicht ruhen. Denn Atomkrieg ist möglich, wenn wir es nur wollen. Atomkrieg ist möglich und er wird toll. Atomkrieg ist möglich und dann ist Schluss, denn Atomkrieg ist nötig, weil der Mensch aussterben muss, weil der Mensch aussterben muss. Und die ganzen Tiere, die sind doch auch nicht viel besser. Die
die essen sich alle gegenseitig. Und selbst die Pflanzenfresser. Denn Blumen haben auch Gefühle. Das hat man scheinbar rausgefunden. Und wahrscheinlich haben sie auch saublöde, emotionale Wunden. Tja, was kann man machen? Was kann man tun? Wir dürfen nicht aufgeben. Wir dürfen nicht ruhen. Denn Atomkrieg ist möglich, wenn wir es nur wollen. Atomkrieg ist möglich und er wird toll. Atomkrieg ist möglich und dann ist Schluss, denn Atomkrieg ist nötig, weil der Mensch aussterben muss, weil der Mensch aussterben muss. Ja! Und in der coolen Postapokalypse ist alles wieder erlaubt, auch richtig miese Witze. Radioaktive Wüsten und vergiftete Meere und eine verstrahlte Atmosphäre. Cool, ne? Aber das Beste, nur eine Handvoll Steine und diese himmlische Ruhe und ich bin endlich alleine. Das heißt, falls ich überlebe, wenn nicht, dann werde ich nicht weinen. Denn im Großen und Ganzen bin ich mit mir selbst im Reinen. Das stimmt natürlich nicht, aber ich musste irgendwie einen Reim finden. Was kann man machen? Was kann man tun? Wir dürfen nicht aufgeben, wir dürfen nicht ruhen. Denn Atomkrieg ist möglich, wenn wir es nur wollen. Atomkrieg ist möglich und er wird toll. Atomkrieg ist möglich. Und dann ist Schluss, denn Atomkrieg ist nötig, weil der Mensch aussterben muss, weil der Mensch aussterben muss. Atomkrieg ist möglich, wenn wir es nur wollen. Atomkrieg ist möglich und er wird toll. Atomkrieg ist möglich und dann ist Schluss, denn Atomkrieg ist nötig, weil der Mensch aussterben muss, weil der Mensch aussterben muss. Mein Gehirn produzierte verrückte Gedanken. Hinter meiner Stirn wüteten sie ohne Schranken. Meine Neurotransmitter produzierten verrückte Ängste. Es wurde schlimmer, ich konnte nicht mehr klar denken. Ich sagte die Arbeit ab, ich konnte nicht mehr funktionieren. Ich ging zum Arzt, dachte, vielleicht ist es was mit Viren. Doch der wusste auch keinen Weg heraus aus diesem Theater. Und er gab mir eine Überweisung direkt zum Psychiater. Und alles war im Arsch. Und alles war kaputt. Doch psychisch krank und Spaß dabei. Viel Geheul und viel Geschrei. Psychisch krank, hurra, hurra. Hallo Klapse, ich bin wieder da. Der Psychiater sagte, tja, Herr Giesemann, leider. Das ist nicht so einfach, ohne Hilfe kommen wir da nicht weiter. Ich schreibe Ihnen mal, erschrecken Sie bitte nicht. Eine Einweisung und machen Sie jetzt nicht so ein Gesicht. Thank you.
Und da saß ich nun in einem kleinen Zimmer. Neben mir schreit ein Typ die ganze Zeit, dem geht es noch viel schlimmer. Und die Woche, die gehen in das Land. Jeden Morgen die Tabletten in der Hand. Und alles war im Arsch. Und alles war kaputt. Doch psychisch krank und Spaß dabei. Viel Geheul und viel Geschrei. Psychisch krank, hurra, hurra. Du klappste, ich bin wieder da. Psychisch krank und Spaß dabei. Viel Geheul und viel Geschrei. Psychisch krank, hurra, hurra. Hallo Klapse, ich bin wieder da. Oh, sie warten auf Erlösung jeden langen Tag und warten auf den Sonnenschein, der irgendwann kommen mag. Sie warten auf die Liebe, sie warten auf den Tod. Sie schreien voller Angst ah! und kentern mit dem Boden. Die Welt scheint ein Strudel zu sein, der in den Abgrund führt. Komm, schau mit mir von oben zu, wie Gott den Teig verrührt. Lecker Plätzchen gebacken aus Ragnarök. Apokalypse mit Zimt, aber nicht zu viel, es macht fett. Oh, Corona, Klimawandel und böse Terroristen. Heizungsnachzahlungen und Widerspruchsfristen. Steuerformulare und Linksradikale. Ein jämmerliches Zeitalter, man kann die Miete nicht bezahlen. Scheiße! Die Welt scheint ein Strudel zu sein, der in den Abgrund führt. Komm, schau mit mir von oben zu, wie Gott den Teig verrührt. Lecker Plätzchen gebacken aus Ragnarök. Apokalypse mit Zinn, aber nicht zu viel, es macht fett. Und die Wirtschaft, sie wird sterben und wir werden alle hungern. Mittellos ohne Benzin im Jobcenter rumlungern. Und dann kommt auch noch Lungenkrebs, obwohl ihr niemals raucht. Junkie-freie Innenstädte und die Fahrradhelme auf. Die Welt scheint ein Strudel zu sein, der in den Abgrund führt. Komm, schau mit mir von oben zu, wie Gott den Teig verrührt. Lecker Plätzchen gebacken aus Ragnarök. Apokalypse mit Zimt. Die Welt scheint ein Strudel zu sein, der in den Abgrund führt. Komm, schau mit mir von oben zu, wie Gott den Teig verrührt. Lecker Plätzchen gebacken aus Ragnarök. Apokalypse mit Zimt, aber nicht so viel, es macht fett. Wenn ich morgens aufwach, ist es in meinem Kopf und ich wünsch, das wär weg. Mord und Totschlag, das ganze schwarze Loch und all der Dreck. Ich zieh mich an, es ist jeden Tag schon so, jeden Morgen bis zum Abend. Putze die Zähne und scheiß in mein Klo. Es gibt dazu nichts zu sagen.
sind Dämonen in meinem Kopf. Und sie sind immer da. Häuslich eingerichtet, mit Gardinen und so. Und sie sind immer da. Zur Arbeit und hoff, dass keiner merkt, was in mir vorgeht und woran ich denk. Ich arbeite härter, es muss aus dem Bewusstsein, denn es macht mich fremd. Ich nahm Tabletten, ich habe fast nichts gespürt. Ich würde es vielleicht mal wieder probieren. Das ganze Gelaber hat mich eigentlich nie wirklich interessiert. Es ist der Stoffwechsel hinter meiner Stirn. Da sind Dämonen in meinem Kopf. Und sie sind immer da. Häuslich eingerichtet, mit Gardinen und so. Und sie sind immer da. So vergehen die Jahre. Und so vergeht die Zeit, Leben läuft an mir vorbei. Läuft durch mich hindurch und läuft an mir herab. Die Zeit ist mein Feind. Ich werde älter, die Träume werden ferner. Ich wollte so nie sein. Scheiß Dämonen kotzen mich nur an. Ich will so nicht sein. Das sind Dämonen in meinem Kopf. Und sie sind immer da. Häuslich eingerichtet, mit Gardinen und so. Und sie sind immer da. Da sind Dämonen in meinem Kopf und sie sind immer da. Häuslich eingerichtet, sie haben sogar einen Netflix-Account und sie sind immer da. Und sie sind immer da. Und sie sind immer da. Ich war ein ungeplantes Kind. Meine Eltern haben die Tage abgezählt. Und sie benannten mich nach einem Propheten. Zum Glück hat mich das nie gequält. Das Kind soll auf gute Schulen gehen. Für mein Erzeuger zählt nur Leistung. Ich wurde linksliberal-pazifistisch erzogen. Doch mein Erzeuger klärt mit Fäusten seine Meinung. So ein Arschloch. Ich war ein geliebtes Kind, meine Mom war immer da. Meine Großeltern haben den Krieg als Kinder überlebt und sich am Schluss ganz schön oft darüber beklagt. Und ich hab die Schule abgebrochen, zweimal. Ich hatte keinen Bock. Meine Mitschüler haben mich gehasst. Ich war ein fetter Punker und sie Snob. Ich könnte sagen, dass ich nichts bereue. Doch das wäre nicht wahr.
Gewaltfantasien machen mir manchmal Freude. Und zwar im nächsten Leben bekommt mein Erzeuger aufs Maul. Im nächsten Leben werde ich nicht mehr in der Schule gemobbt. Im nächsten Leben schlitze ich manche Leute einfach auf. Im nächsten Leben wird gerockt. Ich bin kein erfolgreiches Kind, ich war nie hochbegabt. Ich könnte sagen, dass ich nichts bereue, doch das wäre nicht wahr. Gewaltfantasien machen mir manchmal Freude. Und im nächsten Leben bekommt mein Erzeuger aufs Maul. Im nächsten Leben werde ich nicht mehr in der Schule gemobbt. Im nächsten Leben schlitze ich manche Leute einfach auf. Im nächsten Leben wird gerockt. Im nächsten Leben nennst du mich fette Sau und mein Springerstiefel zertritt deinen Kopf. Im nächsten Leben lasse ich mir gar nichts gefallen. Im nächsten Leben bin ich Gott. Die Zeiten, sie ändern sich nur selten. Und die Gedanken in deinem Kopf. Der Einzige, der sich ändert, bist du selber. Auf deinem Weg bis zum Tod. Und wir warten auf den großen Erlöser. Und wir kaufen ihn mit Geld. Und er bleibt für uns völlig unerreichbar. Und wir ruinieren uns selbst. Wir ruinieren uns selbst. Wir lieben niemals unsere Nächsten. Und auch nicht uns selbst. Wir lieben nur die Idee von der Liebe. Verspricht, was sie hält. Und wir warten auf den großen Erlöser. Und wir kaufen ihn mit Geld. Und
der bleibt für uns völlig unerreichbar. Und wir ruinieren uns selbst, wir ruinieren uns selbst. Die große Welt, sie macht uns nur noch Angst. Und wir haben allen Grund. Die große böse Welt, sie macht uns nur noch krank. Und nur Geld macht uns gesund. Und wir warten auf den großen Erlöser. Und wir kaufen ihn mit Geld. Und er bleibt für uns völlig unerreichbar. Und wir ruinieren uns selbst, wir ruinieren. Und wir warten auf den großen Erlöser. Und wir kaufen ihn mit Geld. Und er bleibt für uns völlig unerreichbar. Und wir ruinieren uns selbst, wir ruinieren uns selbst.